Hallo liebe Hungrige, wir sind ja mitten in der Rhabarbersaison. Bekannterweise endet diese ja aber am Johannistag, also am 24. Juni. Wir sollten also die Zeit nutzen und deswegen gibt es heute bei mir diesen leckeren Rhabarberkäsekuchen mit Streusel oben drauf. Und dafür brauchen wir Magerquark, Vanillepuddingpulver, Mehl, Weizen oder Dinkel, Eier, Zucker, es darf auch eine kalorienarme Variante wie Birkenzucker oder Zucker sein. Wir brauchen eine Prise Salz, ein Schlückchen Orangensaft und Butter. Und selbstverständlich Rhabarber. Und mit diesen beginnen wir gleich mal, putzen ihn und schneiden ihn dann in ca. 1 cm große Stücke. Und nun bereiten wir auch schon den Streuselteig zu. Aus diesem wird nämlich auch der Boden gemacht. Schütten dafür das Mehl in eine Schüssel, dann den Zucker dazu, ergänzen mit einer Prise Salz und dann vermengen wir alles, am besten mit dem Schneebesen. Nun geben wir die Butter in einen kleinen Topf, schmelzen sie. Die Temperatur nicht zu hoch einstellen, die Butter soll ja nicht braun werden. Ist sie geschmolzen, nehmen wir sie erstmal vom Herd und gießen sie jetzt ebenfalls mit in die Schüssel. Anschließend verkneten wir alles zu einem Streuselteig. Ich mache das einfach mit einem Löffel. Ihr könnt natürlich auch die Hände dafür nehmen oder die Knethaken des Rührets. Ist der Teig fertig vorbereitet, brauchen wir nun eine Backform, optimal mit einem Durchmesser von 24 cm. Den Rand einfetten, den Boden mit Backpapier auslegen und darauf geben wir nun etwa 2/3 des Streuselteigs. Diesen von Anbeginn einigermaßen gleichmäßig verteilen, dann noch ein bisschen korrigieren und den Teig nun andrücken, also einfach mit der Hand, gleichmäßig, schön bis an den Rand hin, so dass wir am Ende eben keine freien Stellen mehr haben. Womit wir uns jetzt der Füllung widmen können, geben dafür zur weichen oder flüssigen Butter den Zucker, verrühren dann beides cremig miteinander und das natürlich am besten mit den Schneebesen des Rührgeräts. Sind wir soweit, schlagen wir nun das erste Ei hinein, rühren dieses für circa eine halbe Minute ein, schlagen dann auch das zweite hinein, verfahren ebenso, also wieder ca. eine halbe Minute. Ist auch das erledigt, kommt jetzt der Quark mit in die Schüssel. Nun streuen wir auch das Puddingpulver dazu und ergänzen alles mit dem Schlückchen Orangensaft. Anschließend alles kurz, aber gründlich miteinander verrühren, wieder mit den Schneebesen, so lange bis wir einen homogenen Teig haben. Und diesen geben wir nun mit in die Form, auf den bereits vorbereiteten Boden, auch ein bisschen gleichmäßig verteilen. Ist der Teig drin und die Schüssel schön ausgekratzt, verstreichen wir die Füllung noch etwas, können zur besseren Verteilen die Form auch mal so auf die Arbeitsfläche aufklopfen oder hin und her schütteln und dann werden die Rhabarberstücke darauf verteilt. Und damit es für euch nicht so langweilig wird, mache ich das mal im Eiltempo. Sind sie dann flächendeckend und einigermaßen gleichmäßig auf der Füllung verteilt, geben wir darüber nun das letzte Drittel des Streuselteigs. Auch jetzt wieder natürlich ein bisschen auf Gleichmäßigkeit achten und dann ab damit in den Ofen. Und gebacken wird nun bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für 65 Minuten. Schaut zum Ende hin immer mal auf den Kuchen drauf. Falls ihr befürchtet, dass die Streusel etwas zu dunkel werden, deckt den Kuchen mit Alufolie ab. Ich musste das nicht. Und fertig gebacken, sah meiner dann so lecker aus. Duftet auch wunderbar. In der Form erst ein bisschen abkühlen lassen, dann aus dieser befreien und, wenn ihr möchtet, ich finde es gut, noch mit ein bisschen Puderzucker bestäuben. Dann vollständig abkühlen lassen und genüsslich verzehren. Schmeckt wirklich ganz, ganz lecker. Eine schöne, fruchtig-cremige Kombination. Solltet ihr unbedingt selbst mal backen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und dann recht guten Appetit. Falls es bei euch aber lieber Rhabarberballen geben soll oder ihr daraus vielleicht Sirup machen möchtet, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.